ein kleiner süßer Bonuspart für euch Leute heute. Denn heute kommt ein Video von Mario Kart 8 Deluxe. Zusätzlich zu dem Mario Party 8 heute. Eigentlich lade ich ja sonntags nur mal ein Video hoch. Aber ich habe mich jetzt einfach mal dazu entschieden, ein bisschen Mario Kart 8 Deluxe nochmal zu bringen. Ja, wir werden heute in diesem Part jetzt nicht sehr viel fahren. Wir werden vermutlich nur zwei Hände oder so machen. Und mal schauen, wie wir jetzt hier abschneiden. Ich habe nämlich meinen Plan erstellt für Uploads in der Woche und habe festgestellt, kein Mario Kart 8 Deluxe oder Mario Kart 8 auf der Wii U auch nicht. Dann habe ich gedacht, dann muss ich mir doch noch sowas irgendwie doch noch unterbringen. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, jetzt hier ein bisschen Mario Kart 8 Deluxe wieder zu machen. Und zwar hoffentlich ohne großen Betrug, es wäre mal schön. Ella. Erst gehält sie mich und dann Panzer oder Banane, was auch immer das war. Mann, ich wollte Ella treffen. Und König Buhu habe ich heute mal genommen. Ist ein neuer Charakter. Das ist eigentlich der Grund, warum ich ihn genommen habe. Und ich hatte jetzt gerade Glück, dass sich die Banane einfach in Luft aufgelöst hat. Okay, das funktioniert einfach nicht. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Und Stachy gleich hinterher. Boah. Echt jetzt, ich bin dritter in einem Online-Hand und habe so gute Items. Kugelwilli und bin zweiter. Das hatte ich auch noch nicht in einem Online-Hand. Das erinnert mich ja schon direkt an mein Item-Schmuggeln. Oh, das wäre jetzt zu gut gewesen, wenn ich den noch getroffen hätte. Das wäre das Comeback des Jahres geworden, aber... Nein, den zweiten nehme ich auch noch. Ist okay. Irgendwie ist der Stachy-Panzer jetzt auf der Karte kurzzeitig über niemanden mehr explodiert. Ja, dann ziehen wir uns gleich zum nächsten Rennen. Das zweite und auch das letzte Rennen dieses kurzen Parts. Wie gesagt, es ist ja nur ein kleiner Bonus-Part. Es ist bereits auch ziemlich kurzfristig. Deswegen habe ich jetzt auch nicht die Zeit dazu, viele Rennen hier zu machen. Aber bald kommen auch mal wieder längere Mario Kart 8 Videos. Ja, und jetzt geht es darum, Freddy zu besiegen, die uns vorhin ziemlich abgehängt hat. Aber damals war sie noch Morten, oder? Ich glaube, die hat den Charakter geändert. Glaube ich. Ich würde gerne meine Hoten werfen, aber dann ist sie hier Banane. Im Weg. Okay. Und wieso? Ich habe jetzt irgendwie die Kurve so eng genommen, ich habe auch noch die Wand berührt. So. Wenn ich schon keinen Windschatten bekommen kann, von denen schieße ich dich halt ab. Ist mir egal. Dann kriege ich halt wieder dumme Münzen, die kein Mensch brauchen kann. Ja, ich habe 8 Münzen, das heißt, ich kann sie vielleicht zu 10% brauchen. Oh, Superhorn. Gut, und jetzt kommt wahrscheinlich das einzige Item, gegen das ich hier nichts machen kann. Oder mich überholt jemand. Ja. Ich hoffe, ich war jetzt nicht dem Elliot hinten rein. Ja, durch diesen dummen Fehler. Eigentlich war ja diese dumme Banane schuld, die ich nicht gesehen habe am Anfang. Und dementsprechend bin ich halt dann reingefahren. Oder nicht reingefahren, da musste ich ausweichen. Aber es war so eine enge Stelle, da hatte ich keinen Platz mehr. Und das hat halt Zeit gekostet.
Was ist jetzt passiert? Komm, wir müssen zumindest Froggy besiegen. Yes, wir haben ihn besiegt. Gerade so noch. Aber das war sehr, sehr knapp. Sehr knapp. Wieder Zweiter. Aber wir haben erstens Ela besiegt und zweitens noch den anderen da, glaube ich. Ja, Leute, das war's dann auch von Mario Kart 8 Deluxe, dieser kurzen Online-Folge. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht zu liken und zu abonnieren für mehr. Danke fürs Zuschauen, mehr kommt bald. Auf Wiedersehen.